Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, in diesem Video lese ich Ihnen die gekürzte Fassung der Botschaft des Herrn vom 17. Juli 2022 vor. Diese wird als 123. große Botschaft in den 7. Band der gelben Reihe aufgenommen. In dieser wichtigen Mitteilung geht der Herr wieder auf die aktuelle, schwierige Situation ein, in der wir uns derzeit befinden. Er verweist auch auf jene Botschaften, die er uns diesbezüglich bereits gegeben hat. Jesus sprach: Meine Tochter, die Welt ist im Argen. Das wird noch längere Zeit so gehen, weil zu wenig gebetet wird. Ich habe euch gesagt, was zu tun ist, aber ihr hört nicht auf mich. Ihr verschließt eure Ohren vor eurem Schöpfer, der es stets gut mit euch meint. Was soll ich noch tun? Soll ich es euch mit Posaunen verkünden? Dann werdet ihr euch die Ohren zuhalten, ihr störrisches und uneinsichtiges Volk, das mir so viel Kummer bereitet. Ja, ich spreche über Deutschland, aber auch aus anderen Ländern kommt derzeit nicht viel Gutes. Der Wohlstand hat euch träge und satt gemacht. Innerlich seid ihr jedoch leer und hohl. Kehrt daher um zu mir, eurem Herrn, solange noch Zeit ist. Ich sage euch das als Warnung, damit ihr gerüstet seid. Ihr aber glaubt mir nicht und schlagt meine Mahnungen in den Wind, als ob sie nicht der Wahrheit entsprächen. Ich aber bin die ewige Wahrheit, daher ist alles, was aus meinem Munde kommt, wahr. So einfach ist es. Was ist daran nicht zu verstehen? Rede ich in einer unbekannten Sprache zu euch? Ihr steht wie der Ochs vor dem Tor und begreift nicht, wo und wie ihr eintreten sollt. Ich sage euch, wo der Eingang ist. Ihr braucht nur den ersten mutigen Schritt zu tun. Alles andere übernehme ich. Ich komme euch so weit wie möglich entgegen. Ihr bekommt von mir jede nur erdenkliche Hilfestellung. Ihr braucht mich nur darum zu bitten. Amen. Denkt einmal über euer Verhalten nach. Ich meine es gut, wenn ich euch tadle. Ein Vater, der seine Kinder nicht ermahnt und zurechtweist, hat keine Liebe zu seinen Kindern. Dankt mir also dafür, dass ich euch auf eure Fehler hinweise. So könnt ihr sie rasch korrigieren und auf den rechten Weg zurückkehren. Amen. Soweit die Botschaft des Herrn.